Neuer Cup, neues Glück, der Schilling ist zurück. Heute geht es in die Berge, in den Berg Cup. Ich habe mir was überlegt. Mal schauen, ob das funktioniert. Frostage vorne und dann zwei Boden-Pokémon hinten. Es ist Eis erlaubt, Stahl, Gestein und Boden. Wenn mich nicht alles täuscht, jetzt ein paar Tage keine Videos, ihr hört es vielleicht an meiner Stimme oder habt es an den Spieletrend-Videos gehört, da wollte ich nicht so viel aufnehmen, um ehrlich zu sein, aber ich habe es wirklich vermisst, also es gab keine Probleme oder irgendwie servermäßig irgendwas, sondern es lag wirklich daran. Okay, da ist auch direkt ein Frostage. Schwierig, muss ich gerade sagen. Boah, kann das so klappen? Weil ich eben zwei Boden-Pokémon hinten habe und ich muss genau hiermit gegen dich kämpfen. Ich habe gerade ein ungutes Gefühl bei dem Team. Muss ich so sagen. Und wenn er jetzt ködert, dann, aber selbstverständlich geht er hier auf Lawine. Dann hatte ich ja meinen Vorsprung wieder aufgeholt. Und, aber ein zweites Mal köderst du nicht und deshalb habe ich hier jetzt Spukball abgefangen und das ist wunderbar. Jawohl. Das war mal also so eine Attacke bei einem Normal-Pokémon fängt man gerne ab. In einem anderen Pokémon-Spiel wäre das hier immun. Genau, perfekt. Also, mal schauen. Ich höre mich gut an, finde ich. Jetzt geht es vielleicht wieder fleißig weiter. Was meinte ich, werde damals schilden? Doch, werde ich aber nicht im Gleichstand. Oh, was? Du machst diesen hier. Ah, ich hätte davor drücken können oder sollen. Ah, aber ich wollte nicht im Gleichstand. Du hast ja hier dein halbes Leben drüben abgespeichert. An Energie. Ein Gastrodon. Das hatte ich nicht so am Schirm. Ne, interessant. Sumpex wäre ja rein theoretisch auch erlaubt. Oder? Sumpex müsste auch erlaubt sein. Oh, Sumpex würde mir dann auch hinten drin Probleme machen. Na, schauen wir mal. Du hast Lehmschelle als Sofortattacke. Vielleicht kann ich mit meinem... Na, das bekomme ich noch raus, aber jetzt kann ich weniger farmen. Ich wollte eventuell mit meinem Onatoll farmen. Ochnatoll, Ognatoll. Bam, badabam. Oh, weiß ich nicht. Da weiß ich... Oh, ich habe hier so viel Energie. Okay, blinder Spukball und hoffen, dass ich den Gleichstand gewinne, falls du auch drückst. Oh yeah, okay, okay, okay. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal wirklich sehr gut. Das ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Und nun kommen wir mit unserem zweiten Geist. Oh, ich merke gerade, ich habe ja vorne Geist und hinten Geist. Wieder Lawine. Okay. Das ist perfekt. Das ist wirklich perfekt. Und ein Skorgro hinten. Nun verstehen wir auch, wieso du dich so sehr vor Frostage gefürchtet hast. Oh, Skorgro und dann auch Nachthieb vorne und hinten. Mir fällt gerade so auf und ein. Also Team bin ich mir nicht sicher. Ich ziehe es jetzt durch für das Set, aber ich hoffe einfach, dass ich nicht so sehr oder nicht so häufig auf gewisse... Der Pokémon treffe, würde ich einfach mal sagen. Naja, wohl Skorgro, nein. Skorgro hat zwar Nachthieb gegen mich vorne, aber ich habe Eisattacken, die gegen beide Typen effektiv sind. Nö. Ich glaube, dahingegen passt das schon. Aber ich bin eben wirklich sehr schwach gegen Frostage. Da muss ich mit meinem eigenen dagegen kämpfen. Oder einfach, das war wirklich genial, oder? Oder einfach einen Spukball gegen Krabbit abfangen. Na, perfekt. Das hat man davon, wenn man ködert. Tja. Ach nö, Sumpex ist nicht erlaubt. Da habe ich mir die Bannliste nicht angesehen. Das ist offenbar gebannt. Weil Morlord ist erlaubt und das ist ja auch die Typ-Kombi und wir haben hier Boden. Aber na, eigentlich müssten hier nicht die gebannten Pokémon dran stehen. Wie weiß ich das ansonsten? Muss ich dann doch wieder die News aufrufen. Ja, stimmt. Zumpex wäre vielleicht ansonsten ein bisschen zu overpowered. Gegen Krabbit, gegen Skorgro, gegen einige andere Pokémon, die gut sind. Okay, schauen wir mal. Das könnte halbwegs neutral eigentlich sein. Mein Feuerschlag ist nicht die allerstärkste Attacke, doch macht auf Dauer auch schon ein bisschen was. Und ich muss eigentlich raus. Ich glaube, ich würde wieder versuchen abzufangen.
Schauen wir mal. Wie einfach immer auf random die ganze Zeit. Wieso? Okay. Ich würde wirklich gerne auf Grabbit abfangen und ich glaube, es könnte funktionieren. Aber wir wissen sowieso alle, dass es dann... Genau, weil sie denkt sich so, ich ködere und alle ködern und du köderst. Ich werde nicht chillen. Wir wissen sowieso, dass ich die Lawine abgefangen hätte. Das ist die Sache, manchmal am Abfangen. Komm schon. Okay. Du bist eines drüber, glaube ich. Nein, eines drüber. Jetzt lohnt sich Abfangen fast gar nicht mehr. Ich mache noch eine und gehe dann in mein Grabbit. Hol mir noch einen Schild. So, da haben wir es mal neutral. Ich meine, ich hätte es auch gerne drüben abgefangen, aber dann habe ich Geist-Sofort-Attacken gegen Grabbit. Also Grabbit ist schon wirklich ultra stark und meines, wer das nicht gesehen hat oder zur Erinnerung. Grabbit Doppel-Eis, okay. Ja, zur Erinnerung, ich habe wirklich ein komplettes XL-Grabbit bis zum Anstoß. Und ich muss wirklich sagen, vor allem wie ich es immer verwende in der Superliga, ist das sehr stark. Also durch XL. Das macht einen gewaltigen Unterschied. Ich habe so häufig Kämpfe gewonnen, weil ich im knallroten Bereich noch überlebt habe. Erdbeben macht manchmal Sinn. Aber in dem Fall, ich weiß es nicht, vielleicht sind das irgendwelche Mindgames, macht manchmal Sinn, aber in dem Fall nicht unbedingt. Also, weil eben Eis schwer effektiv ist und die andere Attacke neutral. Aber ansonsten jetzt, wo ja Ausholen und so weiter immer funktioniert, lieber ein Erdbeben als zweimal Eisspeer. Okay, das schilde ich hier nicht. Und nun, glaube ich, habe ich nicht so gut vorbereitet. Das habe ich nicht so gut vorbereitet. Müssen wir hier schilden. Das würde zu sehr wehtun. Und dann haben wir nur noch Grabbit vor uns. Okay. Grabbit. Immer Sandgrab. Schwache Attacke macht wenig Schaden, aber schwächte dich jedes Mal ab. Wie wird denn das? Keine Ahnung. Also mit Sofortattacken mache ich gar nichts. Ich befürchte, ich brauche noch zweimal Sandgrab. Oder einmal Spukball. Ich hoffe, ich bereue das jetzt nicht. Einmal Spukball, oder? Jetzt noch ein... was sagt ihr? Ich glaube, ein Sandgrab und dann knallroter Bereich. Ich gehe auf Spukball. Abfahrt. Nein. Grabbit hat mich vernichtet. Schade, das Erdbeben hat zu sehr wehgetan. Das Team doppelschwach gegen Eis würde ich nicht machen. Würde ich euch nicht empfehlen. Eher andersrum. Vorne schwach gegen Eis und zwei Antworten gegen Eis. Offenbar. Ich meine, Frost DJ ist schon eine mit Spukball gegen Eis-Pokémon. Und Eis ist nicht sehr effektiv dagegen. Kann man schon machen. Aber ansonsten, was auch noch sehr stark sein soll, das ist auf Platz 1 in der Bewertung von PvPoke, Cavalanzas. Aber ich habe meines für die Hyperliga schon. Okay, Achtung. Da müssen wir uns konzentrieren. Du hast bestimmt eine Bestrafung jetzt gegen Eis. Wie machen wir? Okay. Gegen das Ding komme ich mit allen an. Wirklich ideal. Seht euch an, wie viel Sofortattackenschaden ich mache und wie wenig der Gegner natürlich. Und ja. Schlagbohrer. Ich würde aber nicht noch einen überleben. Und rein da mit dem Spukball. Wenn der Gegner schildert, schilde ich auch. Und dann kann ich, glaube ich, auf Sandgrab gehen. Und genau in dem Moment, wo ich von Cavalanzas spreche, kommt es auch übrigens. Schauen wir mal. Bitte gib aus. Okay, das passt. Das passt mir, dass du dir hier keine extra Energie oder so holst. Und ich werde sofort reingehen. Sofort. Hier, Wechseluhr noch nicht. Angriff steigt stark, what? Und der Gegner bekommt Asynchronität, sehr schön. Weil ansonsten wäre ich jetzt bei der Attacke, das ist natürlich wunderbar. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr wunderbar. Und nun,
ist die Wechseluhr leider wieder um und der Gegner kann potenziell abfangen. Ansonsten wäre das schon ein Gleichstand, aber das ist nicht so wild. Es gibt Schlimmeres in Pokémon Go. Na gut, aber nochmal werde ich nicht schilden. Ah ja, jetzt habe ich die Sofortattacken wieder zurückbekommen. Dann ist das wohl wieder ausgeglichen. Nachthieb, der ist geboostet, hat aber nicht wehgetan. Hat wirklich nicht weh. Ich habe wirklich heute ein Händchen für random Gleichstände. Dachte, keine Ahnung, vielleicht geht der Gegner dann auf Erdbeben oder irgendwie so. So einen Gleichstand will ich nicht. Ich lade aber jetzt trotzdem komplett auf, weil er rauswechseln kann. Wenn ich nicht ganz auflade, das hat keinen Sinn. Weg mit dir. Das war schade. Okay. 3, 4. War das die richtige Entscheidung? Der Gegner ist bei 5. Ich habe mich für 2 Feuerschläge entschieden. Lucario hält zu wenig aus. Okay. 6, 7. Oh. Autsch. Aber das sollte klar gehen. Du schaffst nicht. Köder und der Spukball. Oder hat man hier überhaupt Spukball? Also Steigerungshieb. Na und ja, vermutlich Spukball, würde ich mal sagen. Lucario auch sehr weit oben. Na, weil eben so gefühlt fast alles eine Schwäche gegen Kampf hat. Der Gestein hat die Schwäche gegen Kampf, dann Grabbit hat die Schwäche gegen Kampf, dann der Stahl hat die Schwäche gegen Kampf. Haben wir schon ein Stahl-Pokémon gesehen? Was hätte ich denn da so überhaupt, wenn ich da was bauen wollen würde? Oh, Charm kann man hier auch verwenden, ja. Vielleicht schnelle Kämpfe dann damit. Melmetal, ja, Bolterus. Also ich hätte schon ein bisschen was für diesen Cup, wie ich hier so sehe. Da wäre ich vorbereitet. Aber Stahl traut sich niemand zu verwenden, oder? Registeel, macht das Sinn? Naja, gegen die ganzen Eis-Pokémon vielleicht. Eine Gegenfrostage, eventuell. Oder wenn viele Skorgro sind, vielleicht auch dadurch. Hört sich auf den ersten Blick interessant an. Ich muss sagen, der Psycho-Cup, der war dann gar nicht mehr so meins, aber das hier, wie gesagt, auf den ersten Blick, das ist noch nicht mein finales Fazit. Schauen wir mal. Ich werde gleich wieder irgendwo auf Zufall drücken und der Gegner fängt ab. Also eigentlich, so allzu viel fürchten muss ich hier nicht. Wow. Okay. Ich wollte nicht schilden, aber ich will mir die KP auf Frostage aufheben, deshalb opfere ich hier das Teil. Obwohl ich eher Grabbit opfern hätte sollen, weil das ist auch ein besserer Wechsel. Yugong. Dann gehe ich hier direkt schon auf Sandgrab. Wir machen da einfach Gruppenarbeit. Bau nicht mal auf Spukball auf. Ich glaube, du bist bei 3 oder bei 4, bei 5, bei 6. Bei 7, na, ich glaube, ich hätte es erreicht. Aber egal. Okay. Na, 2-mal abgeschwächt. Alles klärchen. Du kannst wechseln, also warte ich mit der Wechseluhr. Eieieiei. Weiß nicht, ob das so schlau ist, was ich hier mache. Mal schauen, ob du Eissturm einsetzt oder die Wasserdüse oder was hat man da? Nein, was spiele ich denn? Aquawelle, genau. Was spiele ich denn da gerade? Das ist da alles nicht sehr sinnvoll. Ich weiß, dass es ein Eissturm ist. Aber ich hoffe, den überlebe ich noch. Okay. Dann hätten wir das immerhin mal. Problem ist, wenn du schildest, schaffst du noch einen Eissturm? Ne, perfekt. Und nun, was haben wir? Oh, wie kann das werden? 6 Sofortattacken, ich meine, egal, da muss ich jetzt nichts mitzählen oder so. Sondern einfach nur runterspielen und runterdrücken. Naja, ich überlebe keine Lawine und der Gegner überlebt einmal Feuerschlag, von daher. So, aber ich erreiche die Feuerschläge immer vorher. Ich glaube, es wird ganz knapp, ich werde so um 2 Pulverschnee verlieren. Wenn mich nicht alles täuscht. Wir können die Uhr nicht mehr so lange rumkriegen, dass ich abfangen könnte. Ja, wirklich viel Eis. Doppel-Eis. Und ich habe eben doppelschwach gegen Eis. Das ist alles nicht so gut. Das ist alles andere. Alles
Gut, oh, jetzt hätte ich gerne mitgezählt. Moment, ich bin beim dritten und du bei der zweiten. Das heißt, ich habe 9 plus 5, 14 gemacht. Und du bist, glaube ich, bei 15. Na, schade. Okay, ich hätte bei noch 2 Sofortattacken versucht abzufangen. Schade, schade. Schokolade. Jo. Eis ist ein bisschen zu hart. Nein, doppelschwach gegen Eis. Kann ich nicht empfehlen. Kann ich auf keinen Fall empfehlen bei diesen vielen Eis-Pokémon. Ich meine, Grabbit kann sich noch ein bisschen wehren, wie man gesehen hat. Und ich hätte die Möglichkeit gehabt, abzufangen. Aber das war mal ein Schuss in den Ofen. Ich hätte nicht gedacht, dass das Cavalanzos einfach so direkt fast drauf geht mit einem kleinen KP noch. Wirklich mit einem minimalen KP. Panzeraeron. Na gut, dann schauen wir mal, welche Sofortattacke. Okay. Wer weiß, vielleicht spielen die Leute da irgendwie die Stahl-Sofortattacke. Hier wäre euch auch lawinenneutral, doch ich glaube, der Spukball macht ein bisschen mehr und das konnte man schön timen. Nun rüber da. Und der Gegner wird vermutlich einen Sturzflug machen und abhauen. Genau, deshalb habe ich dich sogar mit schlechtem Timing erwischt im Gleichstand. Wenn es wirklich der Sturzflug ist, dann bekomme ich ein Schild von dir. Okay, es ist der Himmelsfeger. Jetzt würdest du es, glaube ich, knapp überleben, wenn du gute EV hast. Schauen wir mal. Oh, du schildest. Ich glaube, ultra knapp hättest du es überlebt. Aha, aha. Grabbit zerlegt Panzeraeron. Was ist denn da los? Was passiert denn da jetzt? Ja, jetzt mit den Sofortattacken hast du es nicht mehr überlebt. 3, 4, 5, 7, 8. Gegner ist bei 8. Na. 9, 9, 9. Ich glaube, ich opfere auch na toll. 10, 11, 12, 13. Ah, ich opfere es. Ich opfere es. Gib mir den Spukball. Drücke ihn. Nahkampf. Da kann ich jetzt sofort auf Sandgrab. Du bist abgeschwächt. Dann hat man vielleicht doch nicht Spukball. Aber gegen die ganzen Frostigi wird es schon Sinn machen, oder? Nahkampf. Das war gut, dass ich hier nicht geschildert habe. Das war wirklich, das war ideal. Perfekt, ein Dreifach-Stahl-Team. Jetzt habe ich gefühlt so lange keine Stahl-Pokémon gesehen und dann dachte sich jemand, yo, moin Meister, ich bin der Stahl-Arena-Leiter. Na genau. Das war der Berg-Cup. Heißt, wurde der übersetzt? Ich glaube schon. Der Mountain Cup auf Englisch, Berg Cup auf Deutsch hatten wir, glaube ich, noch nie. Und ich muss sagen, Grabbit, overpowered. Viele Eis-Pokémon, nehmt euch in Acht, nicht zu schwach gegen Eis sein, ist so mein Gefühl. Ich bedanke mich fürs Zusehen und es geht einfach nächstes Mal weiter. Puh.